Wieso brauchen Rübenanbauer Neonicotinoide, um ihre Rüben zu schützen? Und wieso ist es bei Zuckerrüben für Bienen nicht schädlich? Hierüber wollen wir heute aufklären. Ein großes Problem für Anbauer sind Vergilbungsviren. Sie haben sich in Deutschland zuletzt stark verbreitet. Die Viren werden von Blattläusen übertragen und lassen die Rübe verkümmern. In einigen Fällen verlieren Anbauer dadurch bis zu 50% ihres Ertrags. Wenn die Viren nicht gestoppt werden, lohnt sich der Rübenanbau also nicht mehr. Das wäre das Aus für die Arbeitsplätze in der Zuckerwirtschaft. Das Spritzen der Pflanzen hilft gegen die Blattläuse nicht. Wirksam sind bisher ausschließlich Neonicotinoide. Mit ihnen impft man das Saatgut. Durch dieses Verfahren wird die Pflanze von innen heraus geschützt, wenn sie wächst. Das ist deutlich effektiver als das großflächige Spritzen. Der Einsatz von Neonicotinoiden im Freiland ist in der Regel aber verboten, vor allem zum Schutz von Bienen. Im Rübenanbau ist er für die Bienen aber ungefährlich. Der wichtigste Grund: Für Bienen sind Zuckerrüben uninteressant. Denn Rüben werden geerntet, bevor sie blühen. Deshalb werden sie gar nicht angeflogen. Außerdem bauen sich die Wirkstoffe im Boden schnell ab. Bis Bienen eventuell Folgekulturen besuchen könnten, vergehen mindestens 9 Monate. Dann liegt die Konzentration der Wirkstoffe aber schon an der Bestimmungsgrenze. Und sowieso werden auch nach der Zuckerrübe Pflanzen angebaut, die von Bienen nicht angeflogen werden, zum Beispiel Getreide. Es steht also fest: Neonicotinoide sind derzeit der einzig wirksame Schutz der Rübe vor Vergilbungsviren und dabei ungefährlich für Bienen. Dennoch forschen wir intensiv an genauso wirksamen Alternativen, etwa an resistenten Rübensorten. Nur bis es diese gibt, braucht es Notfallzulassungen für Neonics. Mehr Informationen zur Zuckerrübe auf zuckerverbände.de.